wunderschönen Menschen da draußen. Das hier ist der erste Teil meines lila Make-up-Looks für euch. Und ihr wolltet ja unbedingt sehen, wie diese Frisur funktioniert. Und dafür habe ich erstmal meine Haare, wie ihr seht, hier nicht gekämmt. Aber ich dachte mir, ist auch eh egal, weil ich ja eh später viel Volumen dran haben will und das eher lässig zusammen machen will. Und dafür habe ich mir erstmal einen Pferdeschwanz gemacht. Und ich benutze hier die Haargummis, das sind die Invisible Bubbles. Ich habe keine Ahnung, ob ich es richtig ausgesprochen habe. Die habe ich bei Douglas gekauft und die sind, finde ich, sehr, sehr praktisch, weil die mal nicht kaputt gehen und reißen. So, dann habe ich meine Haare hinter dem Haargummi geteilt und den Pferdeschwanz da durchgedrückt. Und wie ihr seht, sind diese Haargummis zwar wunderbar, aber für diesen Look jetzt nicht ganz so geeignet. Da wäre einfach ein unauffälliger Haargummi besser gewesen. Dann benutze ich die Duttnadeln und stecke damit das Ganze fest. Und da ich so kurze Haare habe, muss ich die unteren Haare, die nicht in den Dutt bzw. in den Zopf gepasst haben, mit Bobbypins noch zurückstecken. So, wie ihr seht, ist das Ganze sehr messy geworden, aber ich dachte mir, was soll's. Wenn ihr das präziser wollt, müsst ihr euch einfach ein bisschen mehr Zeit lassen als ich hier. Dann habe ich noch an der einen Seite die Haare mit einer Haarklammer einfach zusammen bzw. hintergesteckt und die andere Seite habe ich so locker lässig über das Ohr hängen lassen. Und so sieht das dann fertig aus. Und wenn ihr es noch messier haben wollt, dann könnt ihr einfach euch an der Seite Haarsträhnen rausziehen, damit die eben da so ein bisschen unfertig runterhängen. Und jetzt geht's weiter zum Make-up. Und da beginne ich mit meiner P2 Base, wie ungefähr immer. Und verteile die erstmal auf dem Lid. Anschließend benutze ich von MAC den Lidschatten Vanilla, um einfach ein frisches Lid zu haben und dass man einfach keine Äderchen sieht und eine klare Base hat. Danach benutze ich den Ton Malt von MAC und wie ihr seht, das ist ein bisschen beigerer Ton. Und den benutze ich mit meinem Blenderpinsel von Evelyn, den ich übrigens sehr, sehr liebe. Und ich finde, davon kann man definitiv nicht genug haben. Und damit arbeite ich jetzt von der äußeren Crease, also von der äußeren Lidfalte sozusagen, Richtung dem inneren Punkt des Auges in der Lidfalte diesen Ton ein, einfach um die Lidfalte mehr zu betonen und dem Ganzen einfach mehr Tiefe zu geben. Dann benutze ich aus der Sleek Eye Palette, mehrere Infos dazu auch in meiner Infobox, diesen helllilanen Ton mit diesem dünneren Pinsel. Auch dazu mehr Infos in der Infobox, wie ungefähr immer. Und den verteile ich dann in der Lidfalte, um ihn dann anschließend mit meinem Blenderpinsel zu verblenden. Und ihn sozusagen mit dem anderen MAC Lidschatten zu verbinden. Dann benutze ich aus meiner Chanel 4 Lidschattenpalette
den dunkelsten Lila-Ton und arbeite den im äußeren Eck des Lieds ein. Und verblende ihn dann mit dem Blenderpinsel wieder. Und das ganze Spielchen machen wir jetzt gleich nochmal, weil es so schön war, um einfach sich immer mehr an sozusagen die Tiefe des Auges bzw. das Dramatische des Auges sozusagen, des Looks ranzutasten. Wenn das Ganze dann die gewünschte Stärke hat, mache ich meinen Blenderpinsel nochmal ein bisschen sauber von dem ganzen lilanen Produkt und verblende nochmal die Farben miteinander, damit einfach die Übergänge flüssiger sind. So, dann benutze ich diesen angeschrägten Pinsel hier und trage nochmal diesen dunkellilanen Ton aus der Chanel-Palette auf und den am unteren Wimpernkranz entlang. Wie ihr seht, ist das jetzt erst sehr, sehr hart, aber wenn ihr euch hier einfach Mühe und vor allen Dingen auch Zeit und Geduld gebt, diese Farbe schön zu verblenden, werdet ihr sehen, dass es wunderschön aussehen kann und gar nicht mehr so hart wie am Anfang wirkt. Dann benutze ich nochmal Vanille. Und trage den unter meinen Augenbrauen auf, um dem ganzen Look einfach mehr Definition zu geben. Dann benutze ich mal nochmal meinen Blenderpinsel und tue nochmal das ganze Produkt, das noch drauf ist, abmachen und verblende nochmal die Ränder. So, dann mein fast leeres Fluff kommt jetzt zum Einsatz. Und das ist ein sehr, sehr helles und wunderschönes ja, Weiß. Und das trage ich gerne vorne bzw. im inneren Eck des Augenlids auf. Einfach um dem Ganzen mehr Effekt zu geben. Und es macht einen, ich finde, es macht auch einfach immer einen unheimlich wachen Look. Und dann, wie ihr seht, tupfe ich hier nur drüber, um nicht zu viel zu verblenden. Aber einfach um den Lidschatten mit den anderen sozusagen annähernd irgendwie zu verbinden. So, dann benutze ich jetzt hier von Essence einen Kajal, den ich aber nicht empfehlen kann. Ich weiß nicht, ob es daran liegt. Ich glaube, es liegt einfach daran, dass er schon so alt ist. Ich habe einfach jetzt einen lilanen Kajal gesucht gehabt und den nur noch gefunden. Aber da taugt jeder Kajal eures Vertrauens. Und damit arbeite ich jetzt eine wirklich, wirklich dünne Linie am oberen Wimpernkranz entlang. Eigentlich nur, um die Dichte der Wimpern sozusagen zu verstärken. So, dann benutze ich die Wimpernzange, um meine Wimpern in Form zu biegen, um den Schwung zu verleihen. Und dann meine heißgeliebte Mascara von Benefit, The Real. Um unten die Wimpern zu trennen, mache ich so leichte Hin- und Herbewegungen. Dann fehlt noch die Augenbraue, dafür bürste ich die erstmal die Härchen, um sie so in Form zu bürsten, wie ich sie dann anschließen will. Und dann benutze ich von Benefit mein Bene Brows, glaube ich heißt es. Das schaut aus wie so eine Mini-Mascara und ist im Endeffekt ein Augenbrauengel mit Farbe. Und um das Ganze noch
mehr im Thema Lila zu halten, benutze ich von Manhattan einen Lippenstift namens Purple Rocker in der Nummer 3. Und das ist mein fertiger Look für euch. Ich hoffe, er hat euch ein bisschen inspiriert und ihr schminkt das vielleicht auch mal nach. Und wäre toll, wenn ihr mir irgendwie ein Feedback geben würdet. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss!